Wir legen einfach, ja, perfekt, wir legen einfach los. Ganz herzlich willkommen hier, ihr zwei schon direkt in der VR, der Chris und der Franz. Die unsere Rollen, die heute eine Aufgabe übernommen haben, sind schon vorne im Restaurant. Und heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, Business Process Management. Wo kann hier die virtuelle Realität den einen oder anderen Nutzen stiften und insbesondere dieses Thema, was manchmal vielleicht ein bisschen trocken wirkt, doch auch mit Erlebnissen verbinden und für jeden zum Erlebnis machen. Ich möchte euch heute drei Use Cases da draußen zeigen und natürlich hierherin werden wir die auch gleich umsetzen. Und zwar das Erste, was wir machen wollen, ist einfach mal vorne ins Restaurant gehen. Ihr zwei seid unsere Gäste, werdet dort empfangen. Da ist der Geschäftsführer, der Matthias, da ist der Sven, der euch da empfängt und ein bisschen der Gastgeber ist und der Dominik, der dort praktisch für die Küche zuständig ist und die Speisen euch dann auch zubereiten wird. Danach, wenn wir das gespielt haben, können wir uns überlegen, was ist denn jetzt, was für Prozesse müssten wir jetzt hier entwickeln, damit das anders wird, besser wird, vielleicht wirksamer wird. Also da gehen wir ein Stückchen in den Workshop hinein, in das Prozessdesign. Hallo! Hallo. Servus, hallo. Da gehen wir dann ein Stückchen in das Prozessdesign auch hinein und überlegen, wie können wir so einen Prozess dann mal entwickeln? Was brauchen wir dort für Bestandteile? Wie sieht das Ganze aus? Dann aus dem habe ich auch schon ein Ergebnis und wir schauen uns dann an, was ist so im realen Leben aus dem Prozess geworden und gehen dann hinterher, wenn wir Zeit haben, nochmal in die Prozessretrospektive. Also die Überlegung mal zu schauen, wenn wir jetzt den Prozess definiert haben, spielen wir das vielleicht nochmal und dann gucken wir, was ist dort. Was ist dann für ein Ergebnis? Was entsteht dann für ein Ergebnis? Und ganz zum Schluss habe ich nochmal so ein paar Bilder zusammengebaut, wie man denn einen Workshop im Bereich Business Process Management hier dann auch in der VR gestalten könnte. Ja, ihr da draußen an den Streams, wir streamen heute in YouTube und in LinkedIn. Und schaut euch das gerne an. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr unter fragen.xr42.de uns Fragen stellen. Das ist ein Padlet-Board. Und da schauen wir uns nachher die Fragen an. Die werden direkt hier in die VR hineingepostet. Und die können wir uns dann auch anschauen. So, sehr schön. Habt ihr bis hierher noch noch eine Frage? Dann würde ich auch vorschlagen, weil wir in einer kleinen Runde sind, dass wir hier na, wir gehen hinter ins Restaurant und machen da eine kleine Vorstellungsrunde. Ich glaube, die 5 Minuten, die wollen wir uns auf jeden Fall gönnen, damit wir hier in der VR euch auch ein bisschen kennenlernen. Kommt einfach mal mit. Folgen wir dem mal unauffällig. Ja, folgt mir unauffällig. Ihr könnt mir auch auffällig folgen. Ich sehe es nicht. So, Sven, Dominik, wenn ich euch einfach auch mal vor die Tür des Italiano bitten darf. Wir sind eine schöne kleine Runde und ich denke, das macht super Sinn, wenn wir hier eine kleine Vorstellungsrunde machen und uns ein bisschen näher auch kennenlernen, Kontakte knüpfen, dann glaube ich, spielt sich's klarer gleich viel leichter. Wer hat Lust, wer möchte anfangen? Ja, rechts nach links würde ich sagen, dann würde ich vorschlagen, dass ich schon einfach loslege. Mein Name ist Franz Wenzel, trotz der sehr deutschen Name, Amerikaner, 37 Jahre alt und seit 10 Jahren in der Beratung bei Inomic, oben in Hamburg. Ja, cool. Ja, danke. Melanie macht nur Kamera, dann bin ich dran. Ja, genau. Oder Dann stellst du sage ich Melanie vielleicht auch zwei vor? Worte zu Melanie. Die Melanie ist unsere Kamerafrau, die praktisch den Stream mitverfolgt und alles, was sie so sieht, ist praktisch das, was im Stream dann draußen auch gesehen wird. Wenn ihr das auch wissen wollt, wie das geht, kommt gerne auf mich zu in LinkedIn oder in YouTube und dann können wir das auch gerne mal zeigen. Also Melanie, ganz lieben Dank, dass du heute die Kameradame hier machst. Ja, dann bin ich dran. Ich bin der Christian. Ich bin XR Consultant, habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht. Vorher schon jahrelang mit dem Thema unterwegs gewesen und jetzt habe ich meine Berufung zum Beruf gemacht, sozusagen. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es heute wird. Danke für die Ja, Einladung, sehr schön. Robert. Ja,
Sehr gerne. Ja, dann mache ich mal weiter. Sven Schnegelberger. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der BPMNO. Das ist ein auf Prozessmanagement und prozessorientierte Organisationsentwicklung spezialisiertes Weiterbildungs- und Beratungshaus. Das Restaurante Italiano ist tatsächlich unser Business Case, unser Use Case in unserer Prozessmanagement-Weiterbildung. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was und wie der liebe Robert hier was umgesetzt hat. Ja, sehr schön. Glaube ich, Matthias. Matthias, du bist noch auf Mute, genau. Ich habe dich jetzt geunmutet. Ah, okay, jetzt hört man mich. Ja. Okay, super. Ja, also jetzt muss ich mich in meine Kamera nochmal verstellen, damit ich euch auch sehe. Ach, der Matthias ist das. Jetzt war jetzt ja, der. An der Stimme erkannt. An der Stimme, immerhin. Ja, also Matthias Übel, in wenigen Wochen auch Mitarbeiter der BPMNO und bisher bei der MGM Consulting Partners, insbesondere mit dem Thema Strategie und Change Management Organisationsentwicklung. So viel, so weit, so kurz. Ja. Super. Ja, ich bin der Dominik. Ich bin aktuell Student im Ingenieurswesen und arbeite auch bei der UMZ. Und heute bin ich der Koch. Ja. Sehr schön. Hallo, ich bin der Robert und freue mich, euch so einen Snapshot darzustellen und freue mich immer total, wenn das Ganze in der VR auch funktioniert und wir das in der VR machen können, und kriege immer eine hohe Irritation, wenn ich bei der VR-Session bin und dann schaltet jemand den Beamer an und macht im Endeffekt eine PowerPoint-Präsentation, weil hier einfach so viel mehr geht. Und ich denke, das, was mehr geht, das wollen wir heute auch mal ausprobieren. Auch das ist heute, auch wenn ich schon viele dieser Dinge gemacht habe, das erste Mal, wo wir ins Thema Business Process Management einsteigen. Und die Umgebung hier ist brandneu so aufgebaut. Alles das, was ich hier gebaut habe, ist mit Bordmitteln gemacht. Also das ist nicht in Unity in irgendeiner Form programmiert, sondern das ist wirklich mit Bordmitteln von Engage. Und vielleicht ein Punkt noch, wenn es euch da draußen oder euch hier interessiert. Ich habe jetzt ungefähr fürs Bauen 4 Stunden gebraucht. Ein bisschen Konzeptarbeit vorne noch weg, mit dem Sven mich mal unterhalten und auch dort natürlich die Use Cases vom Sven mit hier eingebaut. Also wenn man Summe rechnet mit gestern dem Onboarding, dann bin ich irgendwie zwischen 7 und 8 Stunden Aufwand, um das hier so zu bauen. Und ich denke, das ist schon ein sehr, sehr überschaubarer und nicht so hoher Aufwand, um so eine Session einfach mal zu machen. Insbesondere auch deswegen, weil das kann man jetzt alles wiederverwenden. Das heißt, man baut es einmal und dann ist es natürlich Session für Session wieder nutzbar. Okay, dann Dominik, wenn ich dich einfach bitten darf, in dein Refugium zu schreiten, und dann würde ich ein paar Punkte über die Geschichte erzählen. Der Sven ist wahrscheinlich schon drin und guckt, wo kann er was vorstellen, welche Speisen hat er auf der Speisenkarte, und dann legen wir einfach los. Der Matthias in seiner Rolle ist der Geschäftsführer der Systemkette Italiano und macht sich jetzt gerade Gedanken, wie können wir das auf eine prozessorientierte Unternehmung umstellen. Also was müssen wir tun, damit das hier reibungslos läuft, damit wir die Rollen kennen und so weiter und so fort. Und möchte heute einfach mal beobachten, wenn jetzt die Gäste, nämlich der Franz und Chris, wenn ihr reinkommt als Gäste, was passiert dort denn genau? Und genau das werden wir jetzt mal spielen. Also ihr seid praktisch die Gäste. Ihr könnt hier machen, wie ihr lustig seid, was ihr wollt. Seid da komplett offen. Der Sven ist dort unsere Servicekraft, unser Gastgeber praktisch. Der Matthias wird beobachten und der Dominik ist dort in der Küche und hat einige Speisen vorbereitet, die der Sven dann liefern kann. Die Melanie wird weiter aufnehmen. Das wird so der erste Teil sein. Und danach werden wir mal in Richtung Workshop gehen, also auch Post-its nutzen, Steckbrief für eine Prozessbeschreibung nutzen. Da lade ich den nächsten Snapshot. So, ich habe jetzt eigentlich auch die Beobachtungsrolle, auch wieder Matthias, und gucke jetzt einfach zu und darf euch ganz herzlich ins Italiano
einladen, wünsche guten Appetit hier in der VR und bin auch total gespannt, was passiert. Herzlich willkommen. Ja. Rechnung geht auf dich, ja, Robert? Aber hallo. Und die Melanie dürfen wir auf ein Glas einladen, oder? Die Melanie, die wird euch folgen, weil die ist ja unsere Streamkamera. Ja, so. Hallo Chris, hallo Franz. Willkommen im Ristorante Italiano. Ich bin Sven, eure Servicekraft heute und werde euch, soweit es mir möglich ist, eure Wünsche erfüllen. Dürfte ich euch zu den Tischen bieten? Ihr habt freie Auswahl. Ja. Setzt euch bitte an den Tisch eurer Wahl. Okay. Sehr gern. Chris, sitzen wir zu zweit? Ja, wir können gerne zusammensitzen. Ja. Nehmen, einfach. Gucken, ob, ja, einfach draufsetzen. Zack, sitzen wir. Ja. Das sehe ich schon, das sind VR-Profis, die sitzen sofort. Ja, dann nochmal willkommen im Restaurant Italiano. Blick, ich setze mich nur mal um. So, jetzt kann ich mir auch ein bisschen die anderen sehen. Ja, jetzt sehe ich dich viel besser, sehr schön. Ja, willkommen bei uns. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt viel Hunger mitgebracht. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Was die Getränkeauswahl angeht, haben wir ganz exklusiv einen fantastischen Rotwein aus Italien, beziehungsweise, ist sogar ein Weißwein. Entschuldigung, ein Weißwein aus Italien oder alternativ einen Orangensaft. Was kann ich euch trinken? Ich nehme gerne den Wein. Trinken? Den Wein? Zweimal, Franz, was du möchtest? Zweimal Wein. Dann, ich sehe schon. Einmal. Beim virtuellen Wein ist die Rebsorte nicht so wichtig, ne? Ersten, bitteschön. Ja. Und so. Anstoßen, oder? Ach, da sind schon zwei. Wer hat dir den zweiten gebracht? Nur dann. Aus den Aal gekommen. Dann lege ich den wieder zurück, den trinke ich dann gleich. Danke. Doch hier auch eigentlich, genau. Schön trocken. Ja, extrem trocken, genau. Sehr gut. So. Ich hoffe, der Wein schmeckt. Ja, sehr gut. Hat er die richtige Temperatur? Wunderbar. Es könnte noch ein Auswürfel. Ja, hattet ihr schon die Gelegenheit... Bitte? Alles gut. Hattet ihr schon die Gelegenheit, einen Blick auf unsere Karte zu werfen? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben sie beim Reingehen kurz gesehen, aber. Hier, bitteschön, ich hoffe, ihr könnt das gut lesen. Also, meine persönliche Empfehlung ist ganz klar bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Lobster. Ja, habe ich auch gerade sofort gesehen. Das ist ein Sonderangebot, was wir gerade haben. Ja, frisch gefangen, frisch eingeflogen. Ja, das wäre eine Option. Wenn ihr lieber was Traditionelles haben wollt, eine Spaghetti mit Fleischbällchen, Lasagne oder auch die Scampis, auch sehr frisch. Was kann ich euch denn bringen? Ich nehme gerne den Lobster. Was ist denn dabei? Bei dem Lobster ist Brot dabei und natürlich, wie das gehört, auch Nudeln. Ja, das hört sich gut an. Ja, zweimal Lobster mit Brot und Nudeln. Wunderbar. Nein. Danke. Da muss ich widersprechen. Sven. Bitte? Widersprechen, ich komme wieder. Ja. Widersprechen. Das, ich würde nicht den Lobster nehmen. Wir sind so nah an der Pise-Turm. Das heißt, es sind nur die Touri Fälle da in der unmittelbaren Umgebung. Dann würde ich kein Meeresfrüchte trauen und ich würde ein Stück Pizza nehmen, bitte. Ein Stück Pizza. Wunderbar. Also ein Lobster und ein Stück Pizza. Wunderbar. Danke. So, boah, die Küche ist so schnell, das ist sensationell. Wetter angenommen, das ist schon mal die Pizza, du, ne? Allerdings wird es schwierig mit den Nudeln, da haben wir nämlich keine mehr. Nee. Dann gib mir bitte erstmal nur den Lobster mit dem Brot und was haben wir denn als Alternative zu den Nudeln, Dominik? Ich könnte wahlweise noch eine Schale Brokkoli mit hinlegen und Mais. Ja, dann kläre ich das gleich mal. Eine Sekunde. So, einmal die Pizza. Bitteschön.
Was den Lobster angeht, war ich gerade ein bisschen zu voreilig. Wir haben nämlich keine Nudeln. Wir können Lobster mit Brot und dazu Gemüse, Mais und oder Brokkoli liefern. Franz. Nee, das war bitte? Für mich der. Der Lobster ja. war für mich. Ach so, der, okay, gut. Chris. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hatte mich schon auf die Nudeln gefreut, ehrlich gesagt. Ja, tut mir leid. Ich habe nicht irgendeine andere Beilage als Brot. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Brot. Habt ihr nicht irgendwie. Da können so wir das Gemüse dazu irgendwas, geben. Das wäre so ein bisschen eine Alternative. Kläre ich nochmal ab. Also Gemüse auf keinen Fall. Nee, Gemüse ist mir gar nicht nach heute. Sorry. Gut. Oh, ich liebe meinen Job. Küche? Haben wir vielleicht noch Pizzabrötchen? Oder alternative Beilagen? Also alternativ könnten wir natürlich ein Sandwich mit dazulegen. Oder, das ist doch ein lauter Vorschlag. Rippchen, dann hätten wir ein Surf and Turf. Dann gib mir mal das Sandwich. Kommt sofort. So, dann einmal der Lobster. Schön. Und dann kann er sich ja das Brot vom Sandwich wegnehmen. Ich hoffe, das passt. Das ist leider das Einzige, was ich noch dazu anbieten kann, ein leckeres Sandwich. Na gut, dann wollen wir nicht so sein. Ja, dann wünsche ich einen guten Appetit. Und wenn Sie noch Fragen haben, einmal kurz winken, dann bin ich bei euch. Vielen Dank. Sehr schön. Guten Hunger. Ah, cool. Ja. Genau, wir spielen jetzt einfach. Weiß ich, warum der Lobster 15, so günstig 20. war, das ist, der ist so klein. Moment. Oh. Ach so. Wir spielen ein paar, genau, jetzt jawohl. Okay, das ist aber interessant hier. Der Lobster hat eine andere Interaktion. Sehr schön. So. Ja, da wir heute eine volle Reservierungsliste haben und wir Ihren Tisch gleich schon wieder brauchen, habe ich mir erlaubt, euch schon mal die Rechnung zu bringen. Jo, nehmen Sie Karte. Geht das zusammen oder teilt ihr euch das? Chris, du bist heute eingeladen. Der Robert zahlt doch, hat er gesagt. Oder ach, der Robert zahlt. Ja, Robert, dann rückt das Portemonnaie raus. So, okay. hier ist die Karte und ich hoffe, es hat euch gemundet. Jetzt bin ich mal gerade irritiert. Lecker. Danke, Robert. Kein Trinkgeld? Okay, gut, okay. Kein Trinkgeld. Na gut, dann kannst du hier so. Gute Service, zack, kriegen, ne? Zack. Und so, hier supi. Ist die Karte zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Wunderbar. Und ja, ich hoffe, ihr beehrt uns mal bald wieder. Super. Dann ganz lieben Dank an euch. Ja, dann. Ja, genau. Ganz lieben Dank an euch. Dominik, Sven. Wollen wir erstmal so ein kurzes, wie hat's euch gefallen? Was ist so euer erster Eindruck? Jetzt bezogen auf das Erlebnis auf diese, vorher oder auf die Leistung der Servicekraft. Auf der Ebene alles, was dir so in den Sinn kommt. Ja, also Begrüßung war sehr nett, sehr freundlich zum Tisch geführt und so weiter. Das Getränkeangebot ist in der virtuellen Welt sehr begrenzt offensichtlich. Auch die Karte war sehr begrenzt. Jetzt weiß ich noch nicht, wo das Ziel der Übung hingeht. Vielleicht soll das ja so sein. Die Kombination Sandwich-Lobster. Also ein bisschen, ja, sehr schön. Auch, dass ich den Sandwich bekommen habe, ohne noch meine Rückversicherung, hätte ich von der Servicekraft erwartet, dass du dann sagst, ja, Sandwich oder Brot, was anderes haben wir leider nicht. Sie müssen sich jetzt entscheiden, aber Sandwich stand da plötzlich da. Na gut, war dann auch okay. Ist keine Kritik, Sven, ne? Sondern wir sollen ja nur so. Ja, ich alles, bin jetzt total beleidigt. Ich weiß ja nicht, ob du das vielleicht absichtlich gemacht hast. Ne? Alles, was euch einfällt. Genau. Ansonsten nette Simulation. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme, die Assets zu
greifen. Ich will immer noch den Greifknopf benutzen, aber der funktioniert leider in Engage nicht so richtig gut. Man gewöhnt sich ziemlich schnell um. Ja. Jo, Profi, sehr schön. Ja. Gut, Matthias, was hast du denn für Beobachtungen? Oder kommt das jetzt später mit Matthias Beobachtung? Nee, das passt schon. Matthias ist jetzt auch dran. Mute ihn mal. So, jetzt Matthias. So, jetzt kann man mich hören? Ja. Jo. Ah, super. Also Sven, ganz hervorragende Leistung als Servicekraft. Bin wirklich zufrieden, zumindest was die eine Hälfte angeht, nämlich was die Effizienz angeht. Also du hast genau das angeboten, was schon überschrittenes Haltbarkeitsdatum hatte in unserer Küche. Also sehr gut. Und die Rechnung hast du besonders schnell gebracht. Also insofern Effizienz 10 Punkte. Allerdings dann mit der Kundenzufriedenheit, da müssten wir vielleicht noch mal dran arbeiten. Ich weiß nicht, Franz, du hast dich ja auch nicht ganz so gut vom Service her abgeholt gefühlt, aber da werden wir noch mal im Detail darüber sprechen und den Prozess genau definieren. Sehr schön. Franz? Mit der Unzufriedenheit kann ich nicht beschreiben oder zustimmen, weil wie gesagt, für mich Hauptsache, Wein hat gestimmt. Und ich kann es nur betonen, wenn wir in unmittelbarer Nähe sind von den Pisa-Turm sind, dann ist es keine richtige kulinarische Wunder auf der Welt. Dafür müsste man weiter in die Innenstadt gehen. Und für hier die Verhältnisse und alles, die Abläufe, Sven hat es hervorragend hinbekommen. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und es war sehr unterhaltsam. Also 5 Sterne. Sehr schön. Dann, ganz lieben Dank für euren Eindruck. Kann ich ja nur diesen hier machen. Danke dir. Ich habe währenddessen schon den Workshop-Bereich geladen, da hinten als weiteren Snapshot und kommt einfach mit. Jetzt gehen wir mal rüber in den Workshop-Bereich. So, wir haben hier drei Elemente. Das erste ist so der Prozess-Steckbrief. Und ihr habt ja eure Post-its und ich darf euch gleich bitten, wenn ich das ganz kurz durchgegangen bin, dass ihr einfach mal schaut, was steht dort und wie viel würdet ihr das ausfüllen. Also erstens, was ist der Prozess? Das ist natürlich von, ihr kommt als Gast rein, der bis hinten zur Rechnung, ist so der Ablauf. Was ist denn der Zweck, den ihr dort seht, den der Matthias als Geschäftsführer denn dort bezweckt? Was ist so der Input? Was sind die verschiedenen Lieferketten? Da habt ihr auch etwas gesehen. Was sind vielleicht die Prozessschritte, die ihr identifiziert habt? Was ist der Output von einem Prozessschritt zum nächsten Prozessschritt? Und was ist der Empfänger, also der Kunde dieses Outputs? Gab es schon in IT-Systemen? Das ist vielleicht ganz spannend. Und welche verschiedenen Ressourcen waren denn dort mit drin? Und da an euch einfach die Bitte in den nächsten 5 Minuten dort mit den Post-its. Wenn ihr auf die Uhr schaut praktisch, dann habt ihr wahrscheinlich noch nicht, aber gleich. Der Sven und der Franz und der Chris. Das Post-it frei. Die Möglichkeit, das Post-it auch anzuschalten und zu nutzen. Und dann füllt einfach mal das, was ihr jetzt für einen Eindruck, den Eindruck, den ihr gewonnen habt, dort aus in Richtung Prozesssteckbrief. So, dann müssen wir halt erstmal klären, welche Prozesse wir jetzt betrachten, Robert. Ja? Jawohl. Weil es ist die Frage, ob wir jetzt diesen Prozess ganzheitlich von der Begrüßung, sagen wir, bis zur Verabschiedung, aber da wir zwei Prozesssteckbriefe haben, wäre es ja sinnvoll, vielleicht aus diesem ganzen Prozess zwei Prozesse zu gestalten, damit wir dann noch zwei Prozesse uns betrachten können. Ja, sehr gern. Da bist du natürlich der Experte, Sven, also gib uns da ruhig. Ich tue jedenfalls immer so, genau. Ja. So, dann würde ich doch vorschlagen, dann machen wir einfach mal den ersten Prozess von der Begrüßung bis zur Bestellung und dann im Prinzip den zweiten Prozess, vom Essens bringen, ne? Also wenn das Essen gebracht wird, bis hin zur Verabschiedung. Ja, sehr cool. Okay. Okay, dann Feuer frei.
Es, da war einer schneller, habe ich das auch gemacht. Gut. Oh, wow. So. Dann nächste. Tippen in VR ist nach wie vor. Ja, genau, tippen in VR. Aber irgendwann können wir Post-its besprechen. Ist eigentlich auch schon Standard. Die schöne Musik aufgelegt. Ja. Einfach zur Unterstützung. Das so groß macht, dann passt kein anderer Prozessschritt mehr. Mach mal den Prozess Begrüßung bis Bestellung bis initiale Bestellung, oder ist Korrektur der Bestellung auch schon Teil davon? Nee, ne? Das wäre eher Bestellung bis Verabschiedung, oder? Ja, würde ich sagen. Immer eine andere Farbe. So, frage ich mal den Moderator des Workshops, wie viel Zeit ist vorgesehen? Haben wir noch ein bisschen? 5 Minuten hat er gesagt, ne? Noch 5 Minuten oder insgesamt 5 Minuten, Robert? Insgesamt 5 Minuten. Würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal auf die Vervollständigung des ersten Steckbriefs.
wir dann wahrscheinlich nicht die Zeit haben, weil wir wollen uns ja das, was wir erstellt haben, auch nochmal gemeinsam angucken. Hier Output. Kunde des Outputs. Stellen wir uns auf. Gut. Kunde des Outputs. Speisekarte wäre doch eine Ressource, oder? Ja. Natürlich auch der Fisch. Eine knappe Ressource sogar. Gut, Musik ist zu Ende. Das heißt, Robert, wir gucken jetzt mal auf das Ergebnis, oder? Robert ist gemutet. Ja, genau, ich bin gemutet. Jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Also ganz lieben Dank. Ja. Und jetzt wollen wir uns noch 5 Minuten Zeit nehmen, um das, was ihr erstellt habt, auch nochmal durchzugehen. Also wenn euch das eine einfällt dazu, was ihr mit uns teilen wollt, dann tut das gerne. Wenn ihr noch eine Frage dazu habt, dann raus damit. Und ich gucke auf den Timer und gebe uns nochmal 5 Minuten für den Austausch zu dem Ergebnis. Und dann lade ich mal das, was in der Fallstudie auch als Ergebnis rausgekommen ist aus den verschiedenen Sessions, die ihr ja auch schon gemacht habt. Gut, eigentlich müsste jetzt der Process Owner, also Matthias als Geschäftsführer, uns mal zu der Prozessbeschreibung eine Rückmeldung geben. Dafür musst du ihn wahrscheinlich wieder entmuten. Ja, mach ich. So, Matthias, wir hören dich jetzt. So, ja, sehr schön. Ja, wir haben da schon eine ganze Menge da jetzt gefunden. Das Problem, was ich im Moment habe, ist, dass ich die Prozesskarte nicht erkennen kann. Ich sehe also nur die Post-its. Robert, vielleicht ist das ein technisches Problem bei mir. Ich weiß es nicht. Kann das sein? Okay, soll ich es dann einfach mal vorlesen, damit du das zuordnen kannst? Ja. Okay, also wir haben bei dem Prozessnamen 2 Karten, die im Prinzip beide dasselbe bedeuten, nämlich der Prozessname von der Begrüßung bis Bestellung. Als Prozessverantwortlicher hat jemand entschieden, dass das der Matthias ist. Bei dem Prozesszweck, der ja, sagen wir mal, die Motivation des Prozesses beschreiben sollte, haben wir Gast fühlt sich wohl, schnell und freundlich, ankommen, runterkommen, in Genussstimmung kommen und positive Serviceleistung zur Annahme der Kundenbestellung erbringen. Das sind so unsere gesammelten Ideen für den Prozesszweck. Dann haben wir den Input, die Prozessspeisekarte. Also die Speisekarte ist Input in den Prozess. Der Lieferant des Inputs steht jetzt hier Kellner-Host. Für die Durchführung des Prozesses stimmt das. Aber wenn man das prozessual betrachtet, müsste dann eher der Prozess Speiseplanung oder was auch immer oder Erstellen der Speisekarte der Input-Lieferant für den Input-Speisekarte sein. Als Output haben wir das servierte Getränk, das Produkt, Essen, Getränke und die Bestellung. Die Prozessschritte, die wir gesammelt haben, um dahin zu kommen, ist erstmal eine Begrüßung, dann das Angebot unterbreiten, Getränke abfahren, fragen, Tisch zuweisen, Speisekarte vorstellen und nochmal Empfehlung Getränke. Das ist jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge vorgelesen,
Ich glaube, da kann sich jeder die richtige Reihenfolge zusammenbauen. Bei den IT-Systemen hätte ich hingeschrieben keins und da steht für Gast nicht wahrnehmbar. Genau, das IT-System, das versteckte sich hinter meiner Stirn. Ich hätte das tatsächlich merken können. Hinter der Theke vielleicht noch irgendwie so ein Bong-System ist, wo der Kellner dann was einbongt oder so. Aber davon wir sind da noch ganz analog unterwegs. Nur so ein richtig schönes, traditionelles, italienisches Familienunternehmen, ganz analog, merken und zurufen. Bei Ressourcen haben wir Speisekarte, das Lokal an selber, die Gerichte und Getränke, wahrscheinlich auch das ganze Material, die Lebensmittel in der Küche und der Tisch. Und ich hoffe, dass da auch Stühle standen und nicht stehen musstet. Ja, ja, also Tisch so als Synonym für der Platz, an dem ein Gast sitzen kann. Okay. Könnte ja auch die Theke sein zum Beispiel. Manchmal setzt man ja auch gut formuliert Gäste an die Theke. Ja, genau. Sehr schön. Ja, Matthias, beschreib das halbwegs vollständig, den von dir verantworteten Prozess. Ja, Matthias, ja, also das hat hervorragend gemacht. Genau das ist das, was ich erwartet habe jetzt von der Analyse. Und ja, insofern eine sehr gute Grundlage, jetzt zu überlegen, wie wir denn diese, ja, wie wir den Prozess denn oder was wir an dem Prozess möglicherweise noch verändern können im Detail. Aber das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. Ich denke auch, der Prozesszweck ist sehr gut beschrieben und ich denke, damit können wir weiterarbeiten. Sehr schön. Danke dir. Sehr cool. So, ich ganz lieben Dank. Bevor ich euch die zwei nächsten Stationen noch zeigen möchte, haben wir unter fragen.xr42.de. Habt ihr da draußen am Stream die Möglichkeit, die ein oder andere Frage loszuwerden? Das ist ein Padlet-Board und ihr könnt dort aufs Plus klicken. Und ihr seht, da oben am Schirm ist das Padlet-Board auch eingeblendet. Und da gucke ich dann gleich mal, ob es von euch eine Frage dazu gibt. Und wir machen hier weiter, währenddessen ihr überlegt, ob ihr eine Frage habt. Jetzt habe ich hier noch zwei weitere Stationen aufgebaut. Die werden wir aber nicht durchgehen, sondern die zeige ich euch bloß. Natürlich aus dem Prozess Steckbrief. Einer der nächsten Schritte könnte sein, jetzt in der Swimlane diesen Prozess dann auch mal in der Abfolge zu beschreiben. Das habt ihr schon rausgefunden. Kunde betritt Restaurant, ist so das erste Thema. Kunde hat das Restaurant verlassen. Die ersten zwei Kästchen könnten der erste Prozessabschnitt sein, die nächsten beiden Kästchen der zweite. Und es wird natürlich an eine Stelle übergeben, hier die Küche. Das bedeutet, was passiert in der Küche, könnte man jetzt hier auch im Swimlane wunderbar dann beschreiben. Das heißt, jetzt würde ich wahrscheinlich, wenn ich einen Workshop mache, würde ich hingehen und sagen, machen wir mal eine Viertelstunde Pause, raus aus der Brille, in die Ferne gucken und danach könnten wir in diesen Bereich jetzt hier einsteigen und uns jetzt aus dem, was wir im Steckbrief erarbeitet haben, in die Dokumentation übergehen. Und dann wäre auch, glaube ich, der Bereich der VR in dem Moment ausgeschöpft, weil die Dokumentation selber, dafür gibt es ja verschiedene Prozesstools, Prozessdokumentationstools, da wird das dann niedergeschrieben. Und hinterher, wenn wir den Prozess dann nochmal ausprobieren, spielen, dann könnte man wieder in der VR, glaube ich, sehr wirksam das Ganze nochmal umsetzen. Hier drüben habe ich euch ein paar Personen. Was ja auch noch eine Option ist, Robert, was ja auch noch eine Option ist in dem Kontext, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, ist, du kannst ja im Prinzip die Artefakte der BPMN, das ist diese Modellierungssprache, hier schon als Artefakte irgendwo liegen haben oder im Raum schweben haben. Ja, du könntest leere Swimlane anbieten oder bin ich jetzt zu schnell? Sven, gib mir doch noch 5 Minuten. Das ist genau das. Entschuldigung. Ich halte ja schon den Mund. Also wir sind hier noch bei den interaktiven Elementen. Das wäre der dritte Snapshot, den ich dann gleich lade. Und ich hoffe, ich habe da alle Punkte drin, die dir jetzt in den Sinn gekommen sind. Also hier nochmal die Idee, in Persona zu machen und durchzuführen und zu überlegen, wer ist denn mit beteiligt in dem ganzen Prozessgeschehen? Welche Rollen gibt es dort? Welche Charakteristiken haben die Rollen? Und auch hier könnte man jetzt entweder mit dem Post-its oder mit dem 3D-Stift arbeiten, um die einzelnen Charaktere zu beschreiben. Und dann könnte man auch noch drumherum gehen oder den einen oder anderen Charakter hier laufen lassen. Also das wäre so die dritte Möglichkeit, in den Bereich der Definition der verschiedenen Rollen auch einzusteigen.
Und die Ergebnisse, die habe ich euch da drüben mal in der Zwischenzeit geladen. Das ist also, wie Sven am Anfang ja gesagt hat, das Thema Service erbringen, einer der Use Cases, der in den Trainings dort auch genutzt wird. Und hier einfach mal so ein Steckbrief, der schon ausgefüllt ist mit dem Prozesszweck. Mit diesem Prozess erhöhen wir die Kundenzufriedenheit und so weiter. Könnt jetzt praktisch direkt vergleichen, was habt ihr drüben erarbeitet, was steckt jetzt hier in dem Prozesssteckbrief. Dann das Dokument, das im Swimlane hier erweitert noch um das IT-System, was der Chris vorhin angesprochen hat, also die Warenwirtschaft, das Kassensystem hinter der Theke. Das könnte kommen, weil wahrscheinlich analog in Zukunft für die Systemgastronomie etwas dann vielleicht zu langsam ist. Wer weiß, aber das ist hier einfach mal mitgedacht. Und auf der rechten Seite nochmal die Beschreibung der verschiedenen Rollen, die hier dabei sein könnten. Und wenn man jetzt die Beschreibung der Rollen ergänzt hat mit den Charakteren und Charakteristika der beteiligten Personen, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein schönes Element, was man hier rausarbeiten kann. So, dann gucke ich mal, gibt es eine Frage? Ich lade uns einfach mal ein Screen dazu. Ich muss übrigens sagen, diese Potemkinsche Front des Restaurants gefällt mir ausgesprochen gut. Das hat er toll gemacht, Robert. Ja, total. Schön. So, schauen wir mal, haben wir Fragen? Noch keine Fragen? Also wenn ihr eine Frage habt, gerne auf fragen.xr42.de, weil den Chat, den können wir hier nicht mitlesen, aber die Fragen, die können wir natürlich, die könnt ihr hier ins Padletboard eingeben und die können wir hier dann auch in der VR uns anschauen. Dann lade ich mal den finalen Snapshot, damit auch der Sven dann dort zufrieden ist und seine Elemente dort dann auch nochmal sieht. Den finalen Snapshot, den habe ich hier vorhin so ein bisschen in der Kuschelecke gebracht, reingebaut und dort seht ihr nochmal die verschiedensten Elemente von Business Process Management und natürlich, Sven, ganz hinten links im Eck, ganz klar das Business Process Model und die Notification, also BPN 2.0. Und natürlich darf die nicht fehlen, wenn man in irgendeiner Form jetzt diese Prozesse beschreiben möchte. Das könnte man jetzt vornweg vielleicht machen, so eine Art theoretischer Teil, wo man jetzt die Folien erklärt. Und das ist jetzt noch ein nicht tiefer reingedachter Punkt, weil wenn ich jetzt da die nächsten 8 Stunden aufwenden würde, dann würde ich bestimmt das ein oder andere Element natürlich hier vielleicht als Box hinstellen oder als 3D-Element hinstellen. Das ist ja, jetzt Dankeschön. Einfach nur als Grafik reingebracht. Also das ist jetzt der Zeit geschuldet und je nachdem, was ihr für Kunden habt, wie tief die Kunden das haben wollen, würde man dort natürlich andere Elemente der Transformation einer solchen PowerPoint in diese Umgebung hier finden. Ja, und vor allem, wie häufig es wiederverwendet wird, ne? Dann lohnt sich das auch. Genau, absolut. Also da würde man dann weitere Elemente hinstellen. Ich träume ja schon, beziehungsweise bin am Bauen von solchen Bausteinen, die du hier dann hast, also ein Rechteck, die verschiedenen Grafiken, wenn du das auf den Ball bringst, auf den Würfel bringst und dann anfängst. Und jetzt wird es natürlich total spannend zu überlegen, kann ich so einen Prozess jetzt auch in 3 Dimensionen, weil wir hier ja in der 3. Dimension sind, bauen und dann mal durch den Prozess auch laufen und dann, wie du vorhin angesprochen hast, das mit den Assets verbinden, also zum Prozessteil das Asset noch mit dazustellen, dann kann man natürlich anfangen, wird Prozesse ganz anders gedacht. Mhm. Ja, und bleiben hier auch besser im Kopf, ne? Weil du das sofort assoziierst mit dem richtigen Element. Absolut. Und hier auch nochmal die anderen Grafiken, die Prozessmanagement-Brille natürlich ganz klar als eins der Elemente, die die BPM&O, ich glaube, ihr habt das sogar selber entwickelt. Und yep. Die Überlegung, da strategisch zu denken und natürlich auch operativ zu denken und beides zusammenzubringen, ist natürlich etwas, was Prozesse tun sollen, damit sie, ich nehme den Begriff zwar ungern in den Mund, aber auch gelebt werden, weil ich denke mal, ein Prozess, den man sich strategisch ausgedacht hat, der dann nicht gelebt wird und auch nicht das Ganze abbildet, das ist natürlich etwas, was Wirksamkeit kollabieren lässt. Matthias, du merkst, der Robert empfiehlt sich gerade als Trainer für unsere Akademie. Überhaupt kein Thema. Auf jeden Fall in der Umsetzung des Trainings in die virtuelle Realität. Und was ich mir hier ausgedacht hätte,
bevor wir dann ins Wrap-up gehen und auch nochmal schauen, ob es Fragen gibt, wäre dann so ein erster Punkt, dass man natürlich jetzt die ein oder andere Slide nehmen kann, sich dann in die Gruppe dort platziert auf die Couch und dann einfach wieder in der Übersetzung überlegt, was ist denn ganz konkret in eurem Fall das, worüber wir uns unterhalten. Also einmal das Thema hier im Bereich der Analysen, das Eisbergmodell, Dinge, die man gar nicht so sieht. Und das natürlich diskutiert mit, wie schaut das denn bei euch aus, ist natürlich immer wieder eine schöne Irritation, die dann auch Erkenntnisse schafft, insbesondere wenn man mit einem Unternehmen das macht, dann hat man natürlich dort Muster und Kulturmuster, die im eigenen Unternehmen dort vorherrschen. Wenn man das über Unternehmen hinweg macht, also als offenes Seminar, als offene Schulung, dann bekommt man natürlich Erkenntnisse auch von anderen Kulturen, die dort drinstecken und kann sich immer wieder überlegen, wo gibt es Prozessprobleme und welche Elemente gehen in diese Prozessprobleme denn auch hinein und was passiert dort. Und ja, drüben einfach nochmal so eine Thema Prozessmanagement, Rollen nochmal angesprochen, und dann könnten wir das verbinden, den theoretischen Ansatz mit dem, was man natürlich hinten an den Personen stehen hat. So, das jetzt als der Input, den ich für euch hier so aufgebaut habe und möchte natürlich die letzten 10 Minuten noch nutzen, um mit euch zu besprechen, wie hat es euch gefallen, was gibt es für Input, natürlich dem Matthias auch nochmal als Geschäftsführer das Wort geben, dem Sven nochmal als der ganz tief in den Prozessthemen natürlich auch drinsteckt und euch allen natürlich nochmal fragen, wie hat es euch gefallen, war das so ein Ansatzpunkt, der für die VR gut passt und insbesondere die 2 Use Cases, also vorher zu spielen und dann daraus einen Prozess zu entwickeln und hinterher zu überlegen, wie kann ich das jetzt dann umsetzen, dokumentieren. Ist das so etwas, was für euch ein wirksames Element dann auch in der VR sein kann? Feuerfrei. Also zuerst einmal ist ein kleiner Insider, wenn ich hier lese, Dübel an der Wurzel packen. Ja, das ist natürlich hier, Matthias. Ich bin... Du siehst, was da steht, das Übel an der Wurzel passen oder der Übel oder den Übel an der Wurzel. Ja? Also vielleicht mal, was das Setup angeht, was wir ja gerade gemacht haben, ist so, jetzt mal nur beispielhaft und prototypisch, so ein Ansatz einer Prozesswerkstatt. Ja? Man designt in einem Workshop ein Szenario, spielt dieses Prozessszenario durch. Dieses Szenario ist dann in der Regel bewusst optimierungsbedürftig, fehlerbehaftet. Ja, dann geht man in so einen methodischen Kontext, wo man mal auf mögliche Prozessoptimierungsmethoden eingeht. Ja, also den Teilnehmern eines Workshops das Werkzeug an die Hand gibt, Methodik an die Hand gibt, um dann in eine Optimierungssession einzusteigen. Das heißt, diese Methodik dann anzuwenden, dann möglicherweise einen Soll-Prozess zu entwickeln, der das Ziel hat, die Probleme, die vorher erkannt wurden, zu verbessern, um dann möglicherweise mit diesem Soll-Prozess wieder in, ich sag mal, die Pilotierung zu gehen. Das heißt, dann wieder spielerisch zu schauen, wie funktioniert das denn, dieses Setup, was wir vorhin hatten, wenn wir dem Soll-Prozess gefolgt haben, um dann nochmal in eine Feedback-Runde zu gehen und zu sehen, was ist jetzt besser, was ist schlechter, wo gibt es weiteres Optimierungspotenzial. Und das ist ja ein klassisches Workshop-Design, was wir in der analogen Welt in dem Kontext ja schon seit Jahren anwenden. Eben. Top. Dann würde ich mich kurz einklicken. Also für jemand, der schon jahrelang VR benutzt hat, aber mehr in eine spielerische, eine unterhaltsame Art und Weise. Jetzt, wir sind dabei, Enomic zu suchen, welche Ansatzpunkte wir finden könnten als Use Cases, Empfehlungen für unsere Kunden, wie das ganze so Thema Metaverse nicht nur VR, sondern näher bringen konnte. Und jetzt, ja, ich habe Robert gestern zufälligerweise kennengelernt, wo ich dieses Engage, wie es heißt, bin ich eingestiegen und dann du warst eine von meinen ersten Kontakte hier. Und dann habe ich gleich gesehen, was das alles angeboten wird mit dieser BPMO. Das war mir natürlich auch ein Begriff aus der Beratungswelt. Und dann habe ich mich gleich angemeldet. Und ich kann sagen, mir hat es jede Erwartung weit übertroffen. Ja, klar, es war eine Testlauf etc. Also
wenn man so einen ganzen Nachmittag dafür Zeit nehmen würde, mit Pausen, mit kurzer, so von der VR-Brille abzusetzen etc., aber immer wieder rein und immer den nächsten Schritt abzubilden, grandios. Also das aus der Ferne zu machen, so mit einer Gruppe, so auf nicht nur, dass man auf einem Ort in Deutschland trifft oder sonst wo, sondern auf eine viel, viel breiteres Spektrum, eine Reichweite, um das im Grunde genommen das gleiche Effekt, weil dieses Italiano-Restaurant-Fall, das ist Standard halt von euch. Und dass man das einfach Schritt für Schritt, diese Stationen so abbilden kann, finde ich einfach sagenhaft. Ja, mir hat es sehr gefreut. Schön, gefallen. Danke. Ja, dann schließe ich mich mal an. Du warst fertig, Franz, ne? Ich bin fertig. Erstmal wieder großes Kompliment, wie immer bei deinen Veranstaltungen, Robert. In kürzester Zeit eine sehr effiziente Vorbereitung. An den richtigen Stellen auch immer den Hinweis gegeben. Das geht natürlich auch noch schicker, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Fand ich sehr gut auch. Vielen Dank dafür, dass du die Folien nicht als Slideshow zeigst, sondern an die Wand hängst. Das weißt du, das ist ja auch mein Steckenpferd. Sehr geil, auch die animierten Avatare da hinten. Ich habe gerade mal gesehen, die haben ja sogar eine Idle-Animation. Also so von der Umsetzung her extrem effizient. Ich habe heute gemerkt, dass dieses Rollenspiel funktioniert natürlich hervorragend. Durch die Immersion ist das natürlich viel, viel besser, als du das in einer Videokonferenz machen kannst. Kannst du in einer Videokonferenz gar nicht machen, nur in Präsenz. Das mit den Zetteln schreiben, muss ich sagen, das ist für mich kein Format, was in VR was da gut funktioniert, weil du kommunizierst sehr wenig in dieser Zeit, du interagierst sehr wenig. Dafür ist das Tippen und das Zettel platzieren aber sehr aufwendig. Also da würde ich tatsächlich dann überlegen, ob man da nicht ein anderes Format nimmt oder an der Stelle aussteigt aus der VR, das in 5 Minuten, 10 Minuten Stillarbeit macht und dann mit den Ergebnissen wieder weiterarbeitet, wenn es wieder interaktiv wird. Ja, das ist eine super gute Idee, insbesondere auch deswegen, weil du in Engage über die Browser-Funktionalität diese Zettel vorbereiten kannst. Und dann hast du praktisch die Zettel geschrieben und machst mit 2 Klicks, hast du dann den Post-it hier herin. Also das ist eine super Idee, die nehme ich auf jeden Fall mit auf, weil das ist echt ein Nightmare, die einzelnen Buchstaben anzuklicken. Und wenn du dann eine halbe Stunde in der Pause am Browser sitzt und tippst sie da schnell rein, stellst sie dann danach wieder hier vor und dann kann man wieder in den Austausch gehen. Das ist natürlich extrem wertvoll. Ich meine, absolut. Das müssten eigentlich auch einige der, wir müssen vielleicht auch nochmal gucken, ob es auf dem Markt noch Anbieter gibt, die da ein bisschen mehr in die Richtung denken, weil dieser Mixed Mode zwischen VR und kollaborativen Arbeiten flat, das muss, glaube ich, noch mehr kommen. Das hat, da hat noch kein Anbieter so richtig gut gemacht. Absolut. Ich weiß nicht, also die Pass-Through-Funktion von Immerse VR zum Beispiel. Also wenn wir, ich weiß nicht, wer hier steht oder sitzt, ich stehe momentan, aber wenn ich bei einem Schreibtisch sitzen würde und dann habe ich meine Tastatur, die ich ein- und ausbilden kann, dann kriegt man das sehr schnell überwunden. Aber Ja, das ist momentan so, dass jede Plattform noch das ein oder andere hat, aber es noch keine, wie Chris das angedeutet hat, ist so was Rundes gibt, wo man sagt, boah, das ist genial. Also was zum Beispiel ich hier in Engage echt genial finde, ist, ich habe das jetzt alles aufgenommen, also unsere ganze Stunde, und du kannst jetzt das, was wir gemacht haben, in 3D wieder so abspielen. Das heißt, wir könnten das, was wir uns unterhalten haben, hier laufen lassen und dann könnten andere dazukommen und könnten uns hier in der VR angucken, was wir gemacht haben. Das finde ich hier eine klassische Sache. Bei Meta Horizon kannst du den Tisch einblenden und deinen Rechner einblenden. Das ist auch total geil, weil da kannst du tippen und siehst praktisch, was du in echt tippst, sofort am Bildschirm. Das ist bei denen eine Funktion, die raussticht. Und ich denke mal, da wird sich das ein oder andere noch wirklich zusammen ergeben und zusammenwachsen, was so den Need und den Nutzen ergibt für solche Plattformen. Und ich bin ja mit den Engage-Jungs auch sehr eng verbandelt und ratsch mit denen öfter. Wir hatten vorgestern wieder eine Session zum Thema, welche Funktion kann man erweitern. Und dann nehme ich sowas von euch natürlich gern mit und spiele es auch gleich wieder zurück. Und schauen wir mal, was sich dann ergibt. Die entwickeln ja auch ständig. Top. Ist auch eine super Plattform. Sehr schön. Für das jetzt nicht missverstanden wissen. Nee, kein Thema. Mit dem Blick auf die Uhr. Ja, ich schaue noch einmal, ob es noch eine Frage gibt. Ich gucke mal auf unseren Bildschirm. Nein, da gibt es keine Frage. Ah, genau, da oben ist auch der Bildschirm eingeblendet.
Also keine Frage aus der Streaming-Community. Dann darf ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Fragt natürlich nochmal, gibt es den einen oder anderen Punkt, den wir noch ergänzen wollen? Ich schaue nochmal, dass wir da nichts verpassen. Dann darf ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Freue mich, dass ihr da wart. Und freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder so eine Session machen. Und ganz herzlichen Dank auch an diejenigen, die da draußen in LinkedIn oder YouTube dabei waren. Ihr habt das Ganze ja jetzt auch gleich aufgenommen, weil LinkedIn und YouTube ja das gleich speichert und wir das dann auch entsprechend weiter wieder posten werden in den nächsten Tagen. Also ganz lieben Dank an euch, dass ihr hier mitgemacht habt, auch an Matthias, Sven, Melanie und Dominik für die Übernahme eurer Rollen und Chris, Franz natürlich für euer Feedback. Und ich freue mich da total, wenn wir da jetzt weitermachen und sich das ein oder andere ergibt. Also ganz lieben Dank an euch und ja. Danke dir. Einen wunderbaren restlichen Donnerstag. Alles klar. Wünsche euch was. Und bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann an alle. Tschüss. Dominik, Matthias und liebe Melanie.